Schweizweites Burka-Verbot. Das Aargauer Kantonsparlament lanciert eine entsprechende Standesinitiative. 5 Monate nach dem Minarettentscheid wird in der Schweiz ein neues Verbot, das Verbot der Burka, des Ganzkörperschleiers im öffentlichen Raum, diskutiert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Diskussion um ein Burka-Verbot lanciert, hat heute das Parlament des Kantons Aargau, das über einen Vorstoß entscheiden musste. Dem Beschluss geht eine emotionale Debatte voraus. Sämtliche bürgerlichen Fraktionen schließen sich dem Vorstoß der Schweizer Demokraten an. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, sondern im 21. Jahrhundert. Wir wollen deshalb ein Gesicht sehen. Wir wollen die Gesichter der Menschen sehen. Ich bitte deshalb, meinem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Danke. SP und Grüne haben es schwer. Von unnötiger Hysterie und Angstmacherei ist die Rede. Wir laufen Gefahr, unsere eigenen Ängste, welche bei uns durch die Erscheinungen und Bilder des Fremden ausgelöst werden, zu Lasten von anderen hysterisch zu verarbeiten. Auch wir Grünen sind keine Burka-Freunde. Doch werfen wir kein Öl in ein bereits brennendes Feuer und machen eine emotionale Hetze. Dadurch lösen wir keine Probleme, sondern geben höchstens Neuen einen Keimgrund. Das Ergebnis ist eindeutig. Innerhalb 3 Monate muss der Grosser Rat nun definitiv entscheiden, ob der Aargau die Standesinitiative bei den eidgenössischen Räten einreichen wird. Bern muss sich also noch nicht sofort, aber wohl schon bald mit der Forderung für ein Burka-Verbot im öffentlichen Raum beschäftigen. Die Frage ins Bundeshaus, Hans-Peter Drütsch. Wie kommen denn die News aus dem Kanton Aargau in Bern an? Ja, die Initiative richtet sich ja ans Parlament, nicht an den Bundesrat, und der Text ist nicht ausformuliert. Es fällt insofern eine Antwort aus Bern. Aber der Bundesrat hat das Thema bereits früher mal diskutiert. Es gibt Ende Februar eine Antwort des Bundesrates auf einen Vorstoß von CVP-Präsident Daberle zum Thema Burka-Tragverbot. Der Bundesrat kam damals zum Schluss, man sehe keinen Handlungsbedarf. Die vollständige Verschleierung sei ein unbedeutendes Problem. Nur maximal 130 Frauen würden sich in der Schweiz verschleiern. Der Bundesrat stellte damals in Aussicht, man würde aber eine gesetzliche Grundlage prüfen, und die Grundsatzfrage ist dabei natürlich, was ist höher zu gewichten? Religionsfreiheit, man soll und darf sich kleiden, wie man will, oder das öffentliche Interesse. Und der Bundesrat sagte damals, ein Teiltragverbot sei denkbar, auch mit der Verfassung vereinbar, wenn die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung tangiert sei. Wie geht es ganz konkret weiter mit dieser Standesinitiative, die ja wohl wahrscheinlich zustande kommt? Ja, solche Initiativen, die haben mehr Symbolcharakter, etwas Dampf ablassen in den Kantonen. Sie haben eine gewisse Signalwirkung durchaus. Sie sind politisch gleichbedeutend wie ein Vorstoß im Parlament. Kantone können so Anliegen auf Bundesebene einbringen. Die Kommissionen der Räte beraten darüber, machen einen Bericht, dann ist aber Ende. Konkreter wird es mit einer gleichlautenden Motion, die bereits eingereicht ist von SVP-Nationalrat Freisinger aus dem Kanton Wallis. Er verlangt eine verbindliche Regelung, dass Gesichtsvermummung bei amtlichen Besuchen verboten sei und dass auch Burka-Trägerinnen nicht in Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs einsteigen dürften. Und die Antwort auf diese Motion, die ist noch ausstehend. Und da sind wir natürlich gespannt auf die Antwort des Bundesrates. Und die Chancen für diese Standesinitiative, kann sich das Parlament leisten, einfach mal zuzuwarten, wie bei der Minarett-Initiative, auf eine Volksinitiative und erst dann zu reagieren? Ja, das ist eben die ganz große Krux heute Abend. Wenn man keine Lösung findet, also keinen Mittelweg, Teilvermummungsverbot zum Beispiel für Behördenbesuche, Besuche bei Amtsstellen, dann ist eine Volksinitiative durchaus denkbar und sie wäre zum Vornherein nicht einfach chancenlos. Und es stellt sich aber grundsätzlich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Braucht es wirklich eine Regelung in der Verfassung wie beim Minarett? Und könnte man das Problem nicht einfacher lösen? Mit einer gesetzlichen Regelung, allenfalls mit einer Verordnung. Das ist die ganz entscheidende politische Frage. Und über die wird man in den nächsten Wochen wohl intensiv diskutieren im Land. Danke nach Bern, Hans-Peter Drütsch. Noch ist die Standesinitiative aus dem Kanton Bern für ein Burka-Verbot also keine Tatsache. Aber das Zeichen aus dem Kanton ist klar und deutlich. Für den Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Uni Bern hat die Debatte um ein Burka-Verbot ähnliche Hintergründe wie das Minarettverbot. Das Thema Islam ist nach der Minarett-Initiative natürlich in der Schweiz fest verankert und jetzt in dem europäischen Kontext deutet sich deutlich an, dass der Islam weiter in die politische Diskussion hineinkommen wird. Jetzt ein allfälliges Burka-Verbot, was hätte das für Auswirkungen auf die islamischen Gemeinschaften in der Schweiz, auf die Moslems in der Schweiz? Die muslimischen Gemeinden sind jetzt gezwungen, zu einer Sache Stellung zu beziehen, zu der sie bislang nie Stellung bezogen haben. Und sie sind fast schon gezwungen, eine Sache zu verteidigen, die sie, wäre das Verbot, die Verbotsinitiative nicht da, gar nicht verteidigen würden.
Die Burka als Symbol der Unterdrückung der Frau wird das häufig gesehen von den Befürwortern eines Verbots. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich so? Es ist sicherlich für diejenigen, die die Burka tragen müssen, etwa aufgrund von patriarchalischen Strukturen, ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, wo einzelne Frauen sagen, sie tragen das freiwillig, dann ist es natürlich kein Symbol der Unterdrückung. Wie weit ist das aus Ihrer Sicht vereinbar mit der Religionsfreiheit, ein allfälliges Verbot dieser Bekleidung? Also diejenigen, die die Burka verteidigen, leiten das eindeutig aus dem Kanon der religiösen Schriften ab. Für sie ist das eindeutig ein religiöses Symbol und das würde dann in jedem Fall der Religionsfreiheit widersprechen, ein religiöses Symbol zu verbieten. Mit dem Islamwissenschaftler Reinhard Schulze sprach Hans-Peter Forster.